Heute stellen wir euch natürlich wieder ein brandneues Auto vor, und zwar den Mustang Mach-E. Den haben wir euch zwar schon vorgestellt, allerdings letztes Jahr und dann als Extended Range, das heißt ohne Allrad, nämlich mit Heckantrieb und mit der großen Batterie, und der kommt dann auch am weitesten. Und damals haben wir euch versprochen, dass wir euch noch ein Allrad zeigen, und der kam dann irgendwie nie, aber heute holen wir den Allrad quasi nach mit der GT-Version, die jetzt neu auf dem Markt ist. Das ist die Speerspitze beim Mustang Mach-E, und heute werden wir euch alles dazu erzählen, zu diesem hübschen Fahrzeug. Wir haben uns eigentlich einen schlechten Tag ausgesucht, weil heute ist es wirklich warm. Das ist für uns natürlich schwierig zum Filmen, aber auch als Elektroauto. Wir werden euch aber alles erzählen, reichweitentechnisch, ja, wie weit kommt ihr, wie schnell lädt er auf, und das Ganze auch bei warmen Temperaturen, was man ja auch wieder als Problematik bei einem Elektroauto sehen kann. Deswegen, uns freut es, dass ihr dazu zugeschaltet habt und euch das Video anschaut. Und damit begrüße ich euch auch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem Mustang Mach-E GT. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, freut uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Wir wachsen weiter, könnt euch immer mehr zeigen. Die Glocke drückt ihr, wenn ihr es nicht mehr verpassen wollt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie über den elektrischen Mustang, der derzeit bei 56.500 Euro startet. Die GT-Variante, die hier vor uns steht, startet bei 77.200 Euro. Alle Daten und Preise natürlich immer zum Drehzeitpunkt jetzt hier im Mai 2022. Dann bei den 56.500 geht es ja, wie gesagt, los beim normalen Mach-E, so heißt er dann. Dann kann man noch auf Allrad wechseln, und die höchste Ausstattung ist dann quasi der GT. Und dann liegt es noch daran, dass ihr dann noch zwei Batteriegrößen habt, die ihr wählen könnt. Und da macht Ford einiges richtig, was andere vielleicht so nicht machen. Aber das werden wir euch dann nach und nach aufschlüsseln, wenn wir auch über das Aufladen sprechen. Wir sprechen jetzt natürlich immer erstmal über das Design. Und bevor jetzt hier ganz viele Kommentare kommen mit so ein unnötiges Auto oder warum kann man den Namen Mustang so verschandeln. Über den Namen tatsächlich kann man streiten, ob sie das jetzt hätten machen sollen oder nicht. Vom Design her finde ich ihn aber mega krass gelungen, auch im Innenraum. Ich finde das Auto wirklich, gerade als GT, mega. Und was verkörpert eigentlich ein Mustang? Ein Mustang verkörpert doch einfach Fahrspaß. Und das bietet der Mach-E, gerade als GT. Das werdet ihr beim Fahreindruck sehen. Und natürlich, ich möchte euch hier keine Story vom Pferd erzählen, auch mir ist der V8 lieber, das ist einfach so. Aber wir werden in Zeiten kommen, bei denen es keine V8s mehr geben wird. Und wir werden uns langsam daran gewöhnen müssen, dass immer alles elektrischer wird, auch wenn es uns vielleicht nicht so gefällt. Und dieses Fahrzeug hier, das macht schon wieder so viel Spaß, dass man es fast schon wieder vergisst. Ja, und das ist jetzt kein Fake, ihr könnt gerne auch zum Fahreindruck skippen, wenn ihr wollt. Also er macht wirklich Spaß. Aber jetzt geht es erstmal hier ums Design des Mustang Mach-E. Allzu viel hat sich jetzt zum Normalen auch gar nicht verändert. Man sieht es aber vorne natürlich schon deutlich, je nachdem, was ihr von der Farbe nehmt. Und zwar haben wir erstmal hier so ein paar Designlinien in der Motorhaube. Ja. Ich sag noch Motorhaube, es ist im Prinzip jetzt hier die Frunkhaube, das das Ganze auch nochmal muskulöser darstellen lässt. Dann haben wir hier natürlich das Pferdchen, ja, hier noch die Frontkamera, der insgesamt 360-Grad-Kamera versteckt, und dann hier das Panel, also der Kühlerpanel, das ist quasi ja, alles geschlossen, ist ja klar, weil er keine Kühlung braucht. Nur unten haben wir ein bisschen Kühlung, und das ist jetzt anders beim GT. Das ist nämlich immer schwarz mit so einem Wabenmuster, und bei dem normalen, sage ich jetzt mal, auch mit dem Allrad, ist es ja immer in Wagenfarbe. Und je nach Farbe sieht es in Wagenfarbe halt komisch aus. Ja, wenn ihr zum Beispiel das Gelb nehmt, sieht das komisch aus, und da wäre es beim GT halt schwarz. Sieht es einfach stimmiger aus, also das ist schon wirklich cool gemacht. Dann haben wir hier nochmal so eine Öffnung, ja, ein Air-Curtain, noch eine schwarze Lippe, ja, wo das Ganze auch nochmal sportlicher zeichnet. Und hier, wie gesagt, das öffnet sich dann bei der Fahrt, wenn er Kühlung braucht. Natürlich braucht auch ein Elektroauto mal Kühlung. Ja. Dann noch ein Punkt zu den Scheinwerfern, und ihr seht schon, wir haben immer noch die Blütenstaubproblematik. Wir haben ihn sauber gemacht, aber was will man machen? Serienmäßig schon LED-Licht, ja, so sieht es aus. Und bei unserer Ausstattungslinie sonst optionale oder beim Allrad, glaube ich, auch schon mit dabei, sind Matrix-LED-Scheinwerfer. Vorausfahrende wie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden ausgeblendet. Funktioniert auch super, ist natürlich alles in LED. Wir wachsen und gehen nochmal nach oben. Und da ist der Punkt, wo ihr mal schön drunter schreiben könnt, was ihr zum Design des Mustang Mach-E GT so sagt. Ja, dann an der Seite natürlich wie immer um Bereifungen, V8
Farben und Co. Starten wir mal bei der Bereifung. Bei 18 Zoll geht es beim normalen Mach-E los. Dann kann man bis zu 20 Zoll upgraden. Das ist aber immer ausstattungsabhängig. Ich meine, der AWD hat, glaube ich, 19 Zoll und der GT hat dann diese 20 Zoll mit einer 19 Zoll Brembo-Bremsscheibe dahinter, ja, und roten Bremssätteln. Das sieht alles sehr, sehr schön aus mit dem Brembo-Schriftzug. Und das gefällt mir schon wirklich gut. Und sie bremst verdammt gut ab. Also das habe ich schon getestet. Ihr habt zwar auch One-Pedal-Drive, klar, aber ihr könnt auch natürlich richtig bremsen. Misst vielleicht auch mal in einer bestimmten Situation. Also das bremst das Gewicht sehr gut ab. Dann steht auch hier nochmal Mach-E 4X, dass wir hier eben den Allrad haben. Und es gibt 8 Farben, die ihr derzeit wählen könnt für den GT. Wir haben das Dark Matter Gray. Das ist ein sehr schöner Lack. Ja, so ein Grauton gefällt mir auch sehr gut. Ich finde aber auch das Grabber Blue oder das Cyber Orange sehr, sehr schön. Und das steht aber allerdings, wie ich finde, nur dem GT sehr gut, wenn wir eben dieses schwarzes Panel hier vorne haben, was ich gemeint habe. Wenn man da eben diese Maske vorne dann in Gelb oder Blau hat, sieht es so ein bisschen verspielt aus. Also die Farben gefallen mir tatsächlich dann nur beim GT gut. Aber klar, das Autohaus hat jetzt hier eher eine vernünftigere Farbe gewählt. Dann haben wir jetzt auch das Magne-Ride-Fahrwerk. Das ist schon serienmäßig beim GT dabei. Das ist einfach ein adaptives Fahrwerk und stimmt sich pro Fahrmodi eben drauf ab. Und dann haben wir abgenunkelte Scheiben hinten. Zu den Türgriffen und zum Ladeanschluss natürlich später noch was. Und wir haben jetzt hier das optionale Panoramadach. Das ist eigentlich die einzigste Option, die ihr noch beim GT dazu buchen könnt. Ansonsten gibt es da nichts dazu zu buchen. Und ein Punkt noch, während ich hier gerade entlang laufe, die Bodenfreiheit ist 147 mm, wenn ihr den normalen habt, bei unserem 130 mm. Dann am Heck gibt es natürlich auch wieder was zu erzählen. Wir haben hier erstmal einen großen Spoiler in schwarz, abgedunkelte Scheiben natürlich auch hier hinten. Und dann haben wir hier die typischen Mustang-Rückleuchten, alles in LED, auch die Blinker, die sind sogar dynamisch, die fließen also dahin. Und dann steht hier AWD, weil der GT gibt es ja nur als Allrad. Und dann hier das schöne GT-Logo. Ja. Jetzt habt ihr es auch kurz gesehen, er schließt ab, weil ich den Schlüssel bei mir habe. Und ja, dann haben wir da auch eine Rückfahrkamera. Die ist hier, das heißt, die ist außenstehend, verträgt also auch ganz gerne. Aber ich hatte jetzt natürlich hier keine Probleme, es hat nicht geregnet. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch beim anderen, dort hat es geregnet, wir keine Probleme haben. Also ich glaube, die Position ist ganz gut angebracht. Ansonsten muss man halt mal drüber wischen. Und dann haben wir noch so einen angedeuteten und leichten Diffusor, der das Ganze halt auch nochmal sportlicher wirken lässt. So, dann machen wir aber auch den Kofferraum tatsächlich mir auf. Geht jetzt nicht nur über diese Taste hier, sondern auch nur über den Schlüssel, Taste im Innenraum oder den Fußtritt. Hier gehen jetzt ganze 402 Liter in den Kofferraum. Das ist also auch schon ausreichend. Dann haben wir auch hier unten drunter natürlich nochmal so ein bisschen Zeug, um Ladekabel oder sowas abzulegen, wer es nicht vorne ablegen möchte. 12-Volt-Anschluss, Beleuchtung gibt es auch. Wenn ihr die Bänke umklappt, gehen sogar 1420 Liter rein. Also ich finde, das ist ausreichend für diese Klasse. Und ja. Auch die Ladehöhe ist noch in Ordnung, man muss es nicht wieder tief reinstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, den Kofferraum wieder zu schließen, um euch dann was über die Anhängelast zu sagen. Es gibt auch eine Anhängerkupplung, die könnt ihr, oder an die könnt ihr 750 Kilo ziehen. Leider ist es dort egal, ob wir den Bremsen oder ungebremsen haben. Es wird dann nicht mehr, also bis zu 750 Kilo sind möglich. Das war's. Dann zweimal am Hebel ziehen geht die Frankhaube hier auf und dann sehen wir hier tatsächlich einen wirklich großen Frank. Hier gehen 100 Liter rein, ja, das ist also auch mehr als genügend. Ich sage ja immer, es reicht, es muss nur ausreichen, um Kabel zu verstauen, damit sie eben, wenn sie im Nass sind oder so, nicht in den Kofferraum gelegt werden müssen. Hier, der hat jetzt aber hier eine Besonderheit, was wir auch schon von Ford Puma und so kennen. Und natürlich, wer Stammzuschauer ist, weiß es auch schon vom anderen Mach-E-Video. Und zwar kann man hier das Wasser, das man hier zur Not mal drin hat, auch wieder ablassen. Ja? Und das ist halt eine coole Sache, weil man könnte zum Beispiel im Sommer Crush-Eis reinmachen, Biere reinstecken, ja? Und fahrt zur Grillparty, macht dann die Haube auf. Dann mag euch jeder. Ja? Dann sagt jeder, ey, mach noch mal kurz den Deckel auf, möchte auch noch ein Bier. Und schön gekühlt und es läuft alles unten raus. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr gut finde. Muss man auch mal lobend hervorheben. Und dann mache ich jetzt hier noch mal zu. Und dann geht es weiter zu den Motoren. Das machen wir ja auch immer hier vorne. Dann sprechen wir über die Motorisierungen. Da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden, kleine oder große Batterie, was das nachher in Kilowatt oder in Reichweite bedeutet, dann beim Anschluss. Wir haben einmal beim, ich sage jetzt mal einfach normalen Mustang, die kleine Batterie mit 269 PS, die größere 294 PS, wenn man also die größere Batterie nimmt. Dann gibt es ja noch den Allrad, auch der 269 PS oder 351 PS, wenn man die größere Batterie nimmt. Bei unserem gibt es nur die größere Batterie, beim GT, der hat dann aber 487 PS, 860 Newtonmeter, 4,4 Sekunden auf 100, 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die anderen sind bei 180 abgeriegelt, also hier geht wirklich was.
3,7, wer jetzt hier besserwisserisch 3,7 Sekunden drunter schreiben möchte, ja, ist auch eine Angabe, allerdings beim rollenden Start, wie es in Amerika manchmal gemacht wird. 4,4 Sekunden sind es aber, wie man es hier so bei uns kennt. So, dann was zu diesem Anschluss hier, und zwar habt ihr natürlich die Möglichkeit, AC zu laden und auch DC. Es sind bis zu 150 Kilowattstunden drin, ja, beim DC-Laden, dann ist er in 45 Minuten wieder von 10% auf 80% voll. Wenn ihr AC laden wollt, dann sind 11 kW drin und dann braucht er 7 Stunden von 10% auf 100%. Dann aber noch was zu dem Nachteil hier am Anschluss und dann natürlich zu den verschiedenen Batteriegrößen, die ihr habt. Was mir eigentlich gut gefällt, ist, dass hier vorne ist, da fährt man einfach so schön an die Ladestation und kann das Kabel anstecken. Aber ich hatte es schon bemängelt beim anderen Mustang, man kommt ja dann von hier und nicht von dort und läuft im ganzen Auto entlang, das macht ja keinen Sinn, sondern man kommt ja dann hier von der Ladesäule mit diesen dicken Kabeln und man muss dann erstmal um diese Klappe noch herum mit dem Kabel. Ja. Das ist eine Sache, die gefällt mir nicht, das müssen sie lösen, einfach mal hier die Öffnung rein und dann das Ganze quasi spiegelverkehrt machen. Also man muss diese Klappe einfach in die andere Richtung öffnen können, weil so rum ist es ein bisschen schwierig. In der Wallbox, in der Garage vielleicht ein anderes Thema, aber so ist das Ganze halt nicht so gut gelöst. Sei denn, man geht zum Porsche-Zentrum und lädt dort. Dort haben sie so schwenkbare Kabel, da ist es dann egal. Gut, ich muss jetzt aber doch mal ablesen zur Abwechslung, um euch natürlich die ganzen Sachen zu sagen. Denn es gibt eine kleine Batterie, 76 Kilowattstunden brutto. Und die hatte früher netto 68, jetzt haben sie es gesteigert auf 70 Kilowattstunden netto. Die große hat 99 Kilowattstunden, früher 88, jetzt 91 Kilowattstunden netto, die ihr da wirklich nutzen könnt. Und dann noch was zur Reichweite. Klar ist natürlich, dass die heckangetriebene Variante mit der großen Batterie am weitesten kommt. Klar, die kommt dann im besten Fall 610 Kilometer weit. Der Allrad kommt im besten Fall 540 Kilometer. Und unsere Variante, das hier natürlich die Bombenversion ist, die kommt im besten Fall 500 Kilometer, jeweils natürlich immer mit der größten Batterie. Der Verbrauch ist bei uns angegeben mit 20 Kilowattstunden und jetzt kommt eine große Verwunderung, na, kleiner Spaß, aber wie so immer kann man bei den Elektros den Verbrauch natürlich super toppen, weil da auch immer Ladeverluste und so weiter reingerechnet werden. Mein bester Wert lag bei 14 Kilowattstunden und selbst da bin ich nicht nur langsam gefahren. Also es lässt sich mit dem Mustang Mach-E GT locker 14, 15 Kilowattstunden fahren, wenn man nicht die ganze Zeit auf den Pinsel drückt. Ansonsten kann man natürlich auch mal bei 23 Kilowatt oder 25 Kilowattstunden landen, wenn man halt mal mehr Spaß hat und auf der Autobahn sowieso. Dort sind vielleicht auch sogar mal 28 Kilowattstunden drin. Zur Reichweite, da müssen wir wirklich jetzt das Spektrum weit ziehen, weil wir hier den GT haben. 500 sind angegeben, die schafft man nicht, aber das ist auch nichts Verwunderliches bei einem Elektroauto. Wenn wir jetzt perfekte Temperatur haben, so zwischen 20 und 22, 23 Grad, ja, die Batterie sich also nicht aufwärmen muss im Winter oder abkühlen jetzt im Sommer, also einfach perfekte Temperaturen für ein Elektrofahrzeug, dann kommt ihr wahrscheinlich schon so 400 bis 450 Kilometer. Also 450 kann man dann auch schaffen, wenn man schön langsam fährt. Jetzt heute, also bei einfach so Temperaturen wie heute, wo es wirklich 30 Grad oder mehr hat, schaffen wir das nicht. Da sind wir so zwischen 300 und 400 Kilometer unterwegs, wenn wir jetzt nicht übertreiben. Und wenn wir jetzt sagen wir mal im Winter, kommen wir wahrscheinlich auch so 300, 400 Kilometer. Ja. Und wenn man jetzt aber sagt, was man hier auch mal nutzen könnte und man reizt ihn wirklich und hat Spaß oder auf der Rennstrecke, kommt man wahrscheinlich so 200 Kilometer. Aber das ist ja beim normalen Mustang V8 auch so, ja, da kommt auch so 400 Kilometer. Wenn ihr halt die ganze Zeit auf den Pinsel drückt, kommt ihr 200 Kilometer. Und durch 45 Minuten ist er auch wieder schnell aufgeladen. Also ich finde das ganze Konzept hier mit der großen Batterie, dem schnellen Laden, eigentlich gut. Und dann kann man hier wirklich Spaß haben oder halt auch schön smooth fahren und kommt dann halt auch wirklich 400 Kilometer. Bevor es reingeht, immer den Schlüssel. Wir haben auf der Rückseite den Mustang und dann haben wir hier Öffnen verriegeln. Dann haben wir den Frunk zum Öffnen und dann einmal den Kofferraum zum Öffnen. Ihr bräuchtet den Schlüssel aber jetzt, wenn ihr den Innenraum betreten wollt, nicht unbedingt, weil wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, das Fahrzeug zu öffnen. Wir gehen jetzt mal die einfachste Variante. Ihr habt den Schlüssel zwar dabei, braucht ihn aber nicht, weil wir Keyless Go haben, dann lauft ihr einfach ans Auto, es öffnet schon leicht und dann habt ihr hier diese Taste und dann öffnet sich die Tür und ihr könnt sie an dem Hebel aufziehen, die es für mich nicht brauchen würde. Ja. Viele sagen, sie hätten gern hinten noch so einen Hebel, ich würde den gar nicht gern haben, weil wenn diese Tür aufspringt, kann ich sie auch hier aufmachen. Der Hebel, ja, weiß nicht, sieht so aus. Manche würden sagen, es ist ein Hebel zum Wegwerfen. Also ich brauche ihn nicht, hier hinten haben wir dann auch nochmal das Gleiche, ja. Und hier haben wir ja auch keinen Griff, hier geht es ja auch und dann kann man die Tür halt schön öffnen. So, andere Möglichkeiten zum dieses Fahrzeug öffnen. Ihr seht es, wenn ihr mal ganz nah hinkommt, dann spiegelt ihr euch zwar, aber das ist ja egal. Seht ihr hier in Rot, ja, so einen Code.
Oh, es hat sich sogar gereimt. In Rot seht ihr einen Code. Und dieser Code ist im Prinzip da, um euch ein Passwort zu machen für den Innenraum. Also ein Code einfach, wo dann das Auto sich öffnet. Dann braucht ihr nämlich den Schlüssel nicht mitnehmen. Das ist auch eine prickelnde Sache, weil, ja, wenn ihr im Schwimmbad seid, mal alleine habt, wollt die Wertsachen einfach im Auto lassen und den Schlüssel aber auch nicht irgendwo hinlegen, dann habt ihr da einen Code, gebt den ein und das Fahrzeug ist offen. Ist jetzt natürlich im Sommer eine nette Sache. Aber hier im Schwarzwald haben wir natürlich auch mal sehr kalte Temperaturen, wo so ein Auto, wenn es zumindest draußen steht, zugefriert. Und ich stelle mir gerade witzig vor, dass ich gerade so einen Kaffee am Trinken bin. Mein Nachbar hat einen Mustang Mach-E gekauft. Und ich gucke da aus dem Fenster und mein Nachbar steht morgens um 6 Uhr bei minus 20 Grad auf der Straße und macht den hier. Weil er den Code eingeben will, weil er den Schlüssel gerade nicht dabei hat oder was weiß ich. Also im Winter geht das hier bei uns wahrscheinlich nicht, aber trotzdem eine coole Sache, dass wir es generell haben. Wie gesagt, jetzt hier bei Schwimmbädern und so weiter im Sommer eine sinnvolle Sache. Man kann es auch übers Handy machen, dann braucht ihr halt das Handy wieder. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Dann gehe ich jetzt aber hier, jetzt hat er sich abgeschlossen, der will nicht, dass ich reinkomme. Ich gehe jetzt aber rein und zeige euch den Innenraum. Dann herzlich willkommen auch hier im Fond des Mustang Mach-E GTs und wir haben hier natürlich sportlichere Sitze als bei den anderen zwei Modellen. Hier steht auch Ford Performance, ja. Das sind also sportlichere Sitze mit Seitenhalt und dann haben wir hier so ein Wildleder, sage ich jetzt mal. Also alles Optik natürlich, die Sitze sind alle vegan hier beim Mustang Mach-E. Aber es fühlt sich alles gut verarbeitet an, fühlt sich gut an und die Sitze sehen auch schön aus, ja. Genau. Elektrische Sitzverstellung haben wir hier natürlich auch und sogar Memory, also drei Sitzpositionen sind einspeicherbar. Das heißt, man kann es mit dem Lebenspartner oder sogar auch mit dem Geschäftspartner, falls es ein Geschäftswagen wird, teilen. Die Materialien sind sehr gut. Wir haben hier oben weiche Materialien. Hier ist beim GT alles aus Alcantara oder Wildleder, wie man es halt auch nennen möchte. Auf jeden Fall aus so einem schönen Material. Hier ist auch alles weich. Erst hier unten kommt ein bisschen Hartkunststoff rüber. Auch die B&O-Anlage, die ist hier sehr gut verpackt. Ja, gefällt mir gut. Die ist hier bei unserem Modell natürlich auch schon mit dabei. Und ich meine, es ist eine 320 Watt, nee, eine 560 Watt Anlage sogar mit, wie gesagt, 10 Lautsprechern. Also das ist eine ordentliche Anlage. B&O ist ja allgemein nicht so schlecht. Liegt aber immer so ein bisschen am Fabrikat und auch an der Marke, wo es verbaut wird. Hier beim Mustang Mach-E gefällt sie mir aber wirklich sehr gut. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Hat sich jetzt hier auch wieder bestätigt. Also die Anlage, die ist wirklich lobenswert. Gut, dann haben wir noch eine GT. Einstiegsleiste und dann kommt der Dennis auch schon rein, um euch den restlichen Innenraum hier an diesem heißen Tag zu zeigen. Im Prinzip gibt es einiges zu erzählen und das machen wir jetzt auch Stück für Stück. Erstmal zu den Materialien. Wir haben hier harten Kunststoff, aber hier weich. Dann hier vorne, also das ist so stoffüberzogen. Ja. Dann haben wir hier so eine Zierleiste, so ein Zierelement. Hier dann wieder so dieses weiche Alcantara und erst weiter unten haben wir dann wieder Hartkunststoff. Ja. So, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich sage euch jetzt schon mal, dass hier auch das Fahrzeug OTA hat. Ja. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich muss nur die Klima mal für euch zurückschalten. Hier, genau, damit ihr das nicht so hört. Weil das ist schon nervig. Und zwar Over-the-Air-Updates heißt das. Ja? Das heißt, das Fahrzeug muss nicht in die Werkstatt, um ein neues Software-Update zu bekommen. Das funktioniert dann einfach, wenn es zum Beispiel über Nacht in der Garage bei euch steht. Also auch das sind natürlich so moderne Features, die immer mehr Einzug erhalten und somit natürlich bei so einem supermodernen, sage ich jetzt mal, Elektrofahrzeug auch nicht fehlen dürfen. Dann haben wir hier ein schickes Lenkrad mit dem Mustang natürlich drauf. Ja. Wir können links auf der Seite den ganzen adaptiven Tempomaten einstellen, der natürlich jetzt auch auf der höchsten Stufe ist. Wir können auch hier
Dann Multimedia-Steuern, lauter, leiser, Sprachsteuerung, nächster Titel, voriger Titel. Genau. Dann haben wir die ganz normalen Hebel, Wischwasser, Blinker und so weiter. Und dahinter haben wir so ein kleines Bildschirmchen, wo ich dann zum Beispiel einfach so Dinge sehe wie 88% zum Beispiel. Es kommen jetzt noch 369 Kilometer damit. 35 Grad hat es sogar mittlerweile. Und dann die gefahrenen Kilometer sieht man und natürlich noch den Gang, in dem man ist. Und halt einfach so die rudimentären Dinge, sage ich jetzt mal, die man wirklich jetzt hier braucht. Dann hier zum Display, zum Infotainment-System, wie gesagt, Sync 4, sehr, sehr schöne Anordnung, ein ganz großes Designelement hier mit dem Drehregelchen sogar noch hier im integrierten Bildschirm, auch das gefällt mir sehr gut. Das Apple CarPlay, Android Auto ist natürlich beides nutzbar, sogar kabellos und dann gibt es einige Dinge zu erzählen. Das ist das sogenannte Home-System, wo man sich natürlich auch nochmal einstellen kann mit den Kacheln. Man kann auch konfigurieren, was hier oben dargestellt werden soll. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Klima hier unten. Unsere ganz schnelle Tasten, die man halt so jeden Tag braucht, Sitzheizung, Lenkrad, Heizung, Klima, haben wir dann auch immer hier unten. Aber natürlich alles frei konfigurierbar. Ich kann zum Beispiel jetzt hier oben sagen, naja, ich möchte jetzt hier lieber zum Beispiel Navigation haben oder Fahrten. Das heißt, wir haben einfach da den Bordcomputer. Oder wir haben dann auch Notizen, da haben wir zum Beispiel, können wir dann auch was schreiben. Ja, könnten wir zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, Hallo schreiben. Cool, ne? Dann kann man natürlich, aber hier jetzt, da wollte ich euch auch noch was zeigen, und zwar eben im Bordcomputer. Einmal zeigt er sich, diese Fahrt ist natürlich noch null, wenn wir noch nicht gefahren sind jetzt seit dem Dreh. Das ist wirklich jedes Mal, ab dem ihr den Motor neu startet. Und dann sagt ihr, wie war euer Fahrstil? Ja, habt ihr eher Geschwindigkeit gehabt oder habt ihr gebremst, beschleunigt? Was habt ihr gemacht? Für was ist es draufgegangen? Außentemperatur, Klimatisierung und so weiter. Das ist schon sehr cool gemacht. Dann weiß man, wo ist die Energie hingeflossen. Ich habe jetzt den Bordcomputer mal nicht genullt. 322,6 Kilometer, 22 Kilowattstunden verbraucht. Das ist natürlich ein bisschen mehr jetzt. Und da werdet ihr jetzt natürlich meine Synthese vorher... Da werdet ihr nachher meine These natürlich ein bisschen in Frage stellen. Was ich gesagt habe, dass man ihn auch mit 14, 15 fahren kann, ist wirklich so. Macht eine Probefahrt. Das geht wirklich locker. Die 22 kommen jetzt dadurch, dass wir natürlich auch einen schönen Fahreindruck gemacht haben, wirklich sportlich gefahren sind. Zack, zack, zack. Auf jeden Fall kann man das natürlich auch zurücksetzen. Und wir können ja nachher mal bei dieser Fahrt nochmal drauf schauen. Ja. Auf jeden Fall in dem Spektrum zwischen, wenn man es mal ganz sehen will, zwischen 14 und, ich sag jetzt mal, 28 bewegt ihr euch halt immer. Wenn man jetzt hier aufs Auto drückt, dann kommen wir hier nochmal in das Menü rein, wo man alles einstellen kann. Zum Beispiel auch die Fahrassistenz kann man sich konfigurieren. Das ist auch immer wichtig, weil das vielen einfach ja wichtig ist, dass es, manche wollen es eher stärker eingreifen, manche wollen es gar nicht eingreifen. Das kann man da einstellen. Hier kann man zum Beispiel noch One-Pedal-Modus einstellen, das habe ich natürlich eingeschalten. Dann kann man hier sagen, automatische Auswahl zur Ambientebeleuchtung, aber das habe ich ausgeschaltet, das stellen wir lieber selber ein. Und Fahrgeräusche, ja. Das heißt, dass er hier innen drin auch so ein bisschen Geräusche imitiert. Die Fahrmodi sehen wir hier, finde ich auch cool gemacht. Zahm, aktiv, temperamentvoll, wie so ein Pferd halt ist. Und temperamentvoll ist natürlich der, wo er die ganze Power abruft. Wenn man hier auf Einstellungen geht, sieht man halt nochmal so ganz rudimentäre Dinge wie Klang, Laden und so weiter. Fahrzeug allgemein und so weiter. Hier kann man halt alles einstellen. Beim Laden kann man natürlich auch einstellen, wann man losfahren will, wenn es also das Fahrzeug voll sein soll und so weiter. Das ist natürlich hier alles möglich. Ich möchte jetzt nur mal, ich habe es noch gar nicht gemacht zusammen, gucken, ob ich es so schnell finde. Ansonsten machen wir es halt nachher. Und zwar wollte ich mit euch gucken, ob wir die Ambientebeleuchtung irgendwo sehen. Gibt nämlich einen extra Reiter dafür und dann könnt ihr sagen, okay, ich weiß nicht, wer das eingestellt hat. Dann haben wir hier noch Blau. Gibt hier nochmal ein schönes Blau, hier nochmal ein schönes Blau. Also für die Blaufreunde ist hier auf jeden Fall genügend. Ich weiß nicht, nee, mehr gibt es noch nicht. Also es gibt 2, 4, 6, 7 Farben. Reicht aber auch erstmal. Bin froh, dass wir die Farbe wählen können. Gut, dann gehen wir hier nochmal zurück. Zu viel möchte ich jetzt hier tatsächlich auch nicht erzählen. Es ist vielleicht, wenn man Sync 4 noch nicht am Anfang kennt, braucht man eine kleine Einarbeitungsphase, dass man weiß, wo was ist. Aber ansonsten ist das System sehr einfach zu verstehen und dieser große Bildschirm gefällt mir halt einfach auch sehr gut. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter runterrutschen, ich meine, das haben wir jetzt eigentlich alles gesehen, dann sehen wir hier auch nochmal einen USB-C, einen USB-A-Anschluss, also beides hier drunter, das finde ich auch sehr schön. Und dann haben wir hier auch die induktive Ladestation für das Smartphone, ist auch gummiert mit so einer Noppe, das heißt, es fliegt nicht rum, auch bei einer sportlicheren Fahrt. Cupholder dahinter, hier oben dann noch den Wahlhebel für den Gangwahlrückwärtsgang und D, dann Parkassistent, Warnblinkertaste und elektrische Parkbremse. Und dann haben wir hier noch die Armauflage, schön mit eingesticktem GT-Logo. Also da wurde noch mal ein bisschen Liebe gezeigt. Und die Armauflage kann man hochklappen.
hier nochmal ein Fach aufmachen und dann ist auch hier nochmal ein 12-Volt-Anschluss und auch nochmal ein tiefes Fach, wo man einiges los wird. Gut, ich mache es wieder zu und dann geht es aufs Platzangebot ein. Ich bin natürlich auf der tiefsten Einstellung jetzt hier, das ist ja ganz klar. Und man kann hier sich auch so einen easy Einstieg machen, wie gesagt, dass er jetzt quasi vorfährt. Das habt ihr vorher, glaube ich, nicht gesehen, aber man kann das einstellen, dass er eben wieder auf die zuletzt eingespeicherte Position fährt. Genau, kann man aber ausschalten. Zum Platz, zur Tür genug Platz, hier vorne genug Platz. Ja, ich sitze gut, trotz Panoramadach habe ich hier auch genügend Platz nach oben, also fast schon eine Kopffreiheit. Also ihr könnt, fast schon eine V-Spreit. Also ihr könntet hier auf jeden Fall noch größer sein, trotz Panoramadach. Normal zeigen wir euch immer die Öffnung, da es aber nicht zu öffnen ist, sondern einfach generell sehr groß ist. Könnt ihr es euch so mal anschauen. Es ist natürlich auch schwarz getönt von außen, das heißt, die Sonne brezelt jetzt hier nicht komplett direkt rein. Aber klar, wenn er länger auf so einem Parkplatz steht und es hat jetzt wie heute 35 Grad, dann wird es natürlich schon irgendwann hier schön warm hier drin. Genau, dann gehen wir jetzt noch nach hinten zusammen, schauen uns das Platzangebot da an, die Materialien und alles, was da zu entdecken gibt und dann fahren wir endlich. Dann herzlich willkommen hier im Fond des Mustang Mach-E GT und hier gibt es wirklich einiges auch zu loben, fast nichts zu kritisieren, ja. Fangen wir mit dem Lob an, die Materialien sind gleich geblieben, das ist mir immer sehr wichtig, wir haben auch hier Alcantara, dieses Kunstleder, das ist alles sehr schön gemacht und hier ist keine Verschlechterung wahrzunehmen. Beim Sitz ist es sogar so, ihr habt ja vorne gesehen, wenn wir die Zündung anmachen, fährt der Sitz auf meine Position. Das ist im Ungefähren diese Position von diesem Sitz hier. Also ich hätte sogar noch ein bisschen mehr Platz, aber ihr seht schon, das reicht auch völlig aus. Also ich habe hier auch hinter einer großen Person als große Person Platz. Ja. Dann haben wir auch hier nochmal USB-Anschlüsse, ja. USB A und USB-C, das finde ich auch sehr gut, weil dann hat man wirklich beides. Wir haben nochmal eine Lüftungsdüse, klar, man kann sie jetzt nicht selber einstellen, nur halt von der Kraft, sage ich jetzt mal, einstellen und zirkulieren. Und was mir besonders auch gut gefällt, das Platzangebot, also nicht nur nach vorne, sondern auch zur Tür und nach oben. Ich habe ja das Panoramadach, weshalb der Dachhimmel immer ein Stückchen nach unten kommt und ihr seht schon, ich stoße hier nirgends an, selbst mit meinen großen 1,85. Nur wenn ich wirklich nach hinten gehen will, da wird es dann etwas enger, also mein Kopf so Richtung Kopfstütze kann ich nicht Richtung bringen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hier hinten habe. Aber so, wenn ich hier ganz normal sitze und hier, ja, keine Ahnung, 5 Stunden mitfahre, überhaupt kein Problem. Dann zu zweit lässt sich hier natürlich überhaupt bequem sitzen, Isofix an den äußeren Sitzplätzen. Wir haben auch hier noch eine Armauflage, die ist sehr schön weich. Sehr gut, dass wir auch Cupholder haben. Noch schöner wäre es, wenn sie ausfahrbar sind oder hier in der Mitte, weil wenn ich jetzt hier eine Flasche reinstelle, dann lässt sie es nur schwer auflegen. Aber egal, wir haben es. Die Sitzfläche hier ist auch groß genug für eine dritte Person. Wir haben ja auch keinen Mitteltunnel, ja, also die können da bequem sitzen. Von dem her lässt sich hier auch mal zu dritt leben. Ich sage jetzt mal, ja, so 2 Stunden wären okay. Danach wird es halt dann schon wieder ungemütlich, ist aber bei jedem Auto so zu dritt. Wir gehen jetzt wieder nach vorne, zeigen euch, wie ihr fährt. Das macht wirklich Spaß und da freue ich mich jetzt zusammen mit euch drauf. Bevor wir den Fahreindruck immer starten, zeigen wir euch immer die Rückfahrkamera. Dazu gehe ich natürlich in den Rückwärtsgang. Und dann sehen wir unten die Rückfahrkamera, oben nochmal so eine Vogelperspektive. Können wir natürlich auch von der Perspektive ändern. Und das ist völlig ausreichend. Die Darstellung könnte natürlich nochmal einen Tacken schärfer sein. Für den Tag, wie ihr seht, reicht es aber völlig aus. Die Linien lenken auch mit. Und wir haben auch noch so eine Anhängeranzeige. Ja. Und von dem her passt es. Wenn ich jetzt hier in D gehe, dann verschwindet sie direkt wieder. Das finde ich ein bisschen schade. Dann auf dem Feldweg, immer bevor es dann losgeht, noch ein paar Takte zum Komfort, weil hier haben wir natürlich Unebenheiten und dann gehen wir auf die normale Straße, dort dann was zur Rundumsicht und so weiter, ja, und dann auch die Assistenz nachher auf der Autobahn. Wir haben hier das adaptive Fahrwerk, allerdings haben wir natürlich hier alles ein bisschen sportlich abgestimmt und wir haben auch die 20 Zoll Felgen. Das heißt, ihr seht es auch an der Kameraführung gerade, hier gerade ganz viele Unebenheiten so. Auch etwas größere, die bekommen wir schon mit. Es wackelt im Auto, aber es ist zu keiner Zeit unkomfortabel. Also der Sitz und natürlich auch das Fahrwerk dämpfen viel ab, aber das ganze Fahrzeug wankt natürlich so ein bisschen. Ja. Das ist ganz klar. Wenn es jetzt tiefere Unebenheiten sind oder größere Bodenwellen, dann bekommen wir das natürlich dann auch mit. Aber ansonsten würde ich den Komfort schon
als sehr komfortabel betrachten, auch wenn es hier ein sehr sportliches Auto ist. Ja. Oder sagen wir es anders, gerade als sportliches Auto finde ich ihn sehr komfortabel. Und vielleicht magst du eine als Kritik sehen bei einem sportlichen Auto, komfortables Fahrwerk, aber im Sportmodus ist es dann schon nochmal härter und straffer, dass man da auch ein Feeling dafür bekommt. Auf der anderen Seite haben wir halt auch keinen richtigen ein Mustang Coupé, sondern wir haben hier ein SUV, wo das Fahrgefühl eh nochmal ein anderes ist. Von dem her, wir sehen uns jetzt auf der normalen Straße. So, dann sind wir auf der normalen Straße, da können wir dann verschiedene Dinge mal ansprechen. Erstmal, wir befinden uns jetzt hier noch im zahmen Modus, wobei der zahme Modus natürlich schon auch noch die Power abrufen kann, wenn man jetzt mal schnell überholt, aber natürlich die volle Power wird dann im temperamentvoll abgerufen. Da werden wir natürlich auch noch reingehen. Jetzt machen wir aber noch mal so grundlegende Dinge. Rundum sich zum Beispiel auch sehr wichtig. Vorne rum natürlich sehen wir super aus. Ja. Und nach hinten finde ich die Sicht auch gut. Wir haben allerdings ein kleines Fensterchen zwar noch mit drin in der C-Säule, aber die ist generell doch trotzdem sehr groß. Da versteckt sich also schon mal ein toter Winkel. Aber Gott sei Dank haben wir Spiegel, Totwinkelassistent und den eigenen Kopf, um diesen wieder auszumerzen. Ja. Genau. Ansonsten sind die Windgeräusche auch völlig in Ordnung bei dem Auto. Also bis 160 auf jeden Fall. 180, 200, da wird es dann schon ein bisschen lauter, ja. Aber so bis 160 alles natürlich super. Jetzt heute windet es natürlich extrem krass, habt ihr natürlich auch draußen gesehen. Da hört man jetzt eher so ein bisschen mal Windgeräusche auch bei, sag ich jetzt mal, 80 und 100 schon. Aber wenn jetzt mal alles normal ist, dann sage ich mal bei 160 bis dahin auf jeden Fall fast nichts zu hören. Genau, wenn wir jetzt mal hier diesen Überholeffekt, den ich immer so schön sage, mal simulieren wollen, auch im zahmen Modus, wenn man fährt ja nicht jeden Tag temperamentvoll, um eben auch ein bisschen Energie zu sparen, dass er die ganze Power abruft und ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, 60, vielleicht so ein LKW oder ein Traktor und dann will ich den überholen, stehen die 100 auch schon wieder drauf und das war der zahme Modus. Ja. Also das ist schon wirklich krass, der GT, der legt da echt, also ja, der geht richtig ab. Und das sagen wir, wo wir gerade den EQS hatten, ja, der ja auch nicht untermotorisiert ist. Aber der ist schon wirklich krass. Jetzt gibt es noch aktiv. Ich meine, hier gibt es auch immer so Informationsplatten, was das zu bedeuten hat. Bei zahm sagt er komfortables Fahrverhalten, entspannt und ruhig. Ja, haben wir gerade gesehen, wie entspannt das war. Dann hier ausgeglichenes Fahrverhalten, unkompliziert dynamisch, das ist aktiv. Und dann hier temperamentvoll sportliches Fahrverhalten, ganz nah an der Straße. Und genau dahin beamen wir uns jetzt ganz nah an die Straße. Ich merke schon am Pedal, dass er viel mehr zulässt. Die Lenkung ist, ja, glaube ich, gleich eigentlich. Ein bisschen schwerer vielleicht. Aber das Fahrwerk ist natürlich auch ein bisschen straffer. Aber die Beschleunigung ist dafür jetzt nicht von guten Eltern, das sage ich euch. Wir sind jetzt wieder in dem 60er-Bereich. Und dann sind wir auch schon wieder bei 100, also es geht gut nach vorne. Aber hier bekommen wir jetzt auch, was ihr gehört habt, kann man aber auch ausschalten, wenn man das nicht mag. Das ist dieses sogenannte Fahrgeräusch, was man jetzt hier hört. Ja. Das soll auch nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie den V8 nachimitieren wollen oder was anderes. Auf jeden Fall haben wir halt auch nochmal so ein Fahrgeräusch. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Kann man das machen oder sollte man es eher ausschalten? Jetzt sind wir schon wieder im Zahn, wenn wir in die Stadt fahren. Und wie gesagt, One Pedal Drive ist hier aktiviert. Das kann man auch ausschalten. Ich habe es aber jetzt aktiviert. Und wir schauen uns jetzt gleich mal, ich meine, heute ist schon wieder so viel los hier, das ist ja unerklärlich. Wir schauen uns einfach mal an, was passiert. Ja, aber One Pedal Drive heißt ja für mich natürlich, dass er einfach anhält, ja, und dann auch im besten Falle stehen bleibt. Und dann schauen wir uns jetzt an, ob er das auch macht. So, da vorne kommt jetzt eine Kreuzung. Die werden wir als Anlass nehmen, eben dieses One Pedal Drive mal zu nutzen. Beziehungsweise da ist schon ein Stau. Ich kann das jetzt mal machen. Ey, drunter 30, 20, 10 und wir stehen und rollen nicht. Das ist sehr gut. Zur Sicherheit könnte man natürlich jetzt auch hier nochmal die Bremse drücken und haben wir so eine Auto-Hold-Funktion mit drin. Also das ist super. Das funktioniert. Und wenn man da sich so ein bisschen eingependelt hat, ja, wie stark das ist, dann kann man da natürlich in der Stadt wirklich ohne das Bremspedal arbeiten und kann sich so schön angliedern, so wie ich es jetzt auch hier mache bei dem Stau. Also auch das funktioniert sehr gut. Dann schauen wir uns den letzten Punkt an. Das haben wir euch auch beim Infotainment-System gar nicht gezeigt. Und das ist natürlich der Punkt Navigation. Einmal könnt ihr euch die Karte anschauen. Ist eine normale Karte, ja, sieht gut aus. Die Ladegeschwindigkeit ist auch in Ordnung, wenn man hier so rumswipet. Also da lädt nichts lang, wenn man weiter rausgeht, lädt auch nichts lang, also auch das ist in Ordnung, kann man wieder zentrieren, kann man auch in 3D umstellen und 2D, wie man möchte. Was wir jetzt aber einmal machen, ist natürlich unsere beliebte, allzeits beliebte Strecke Berlin eingeben, damit wir sehen, wie das so funktioniert.
Navigiere mich nach Berlin. Bitte wählen Sie den gewünschten Eintrag. 1. Berlin, die Route wird gestartet. Dem Straßenverlauf 300 Meter folgen, dann links abbiegen. Tja, das war jetzt mit nichts. Jetzt hat er die zweite Straße genommen. Ich habe ja gesagt Berlin. Navigiere mich nach Berlin. Bitte wählen Sie den gewünschten Eintrag. Ich drücke jetzt lieber mal selber drauf. 10117 Berlin. Genau. Die Route wird gestartet. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel sagen, wo ist meine nächste Stromtankstelle, dann sagt er das euch. Ja. Das ist also auch schon nicht schlecht. Ladestation für Elektrofahrzeuge entlang der Route, sagt er mir jetzt hier auch gleich. So. Dem Straßenverlauf 800 Meter folgen, dann links abbiegen. Und dann haben wir jetzt hier auch der die Ladeplanung. Der verkehrsbedingte Zeitverlust beträgt etwa 13 Minuten. Er sagt drei Ladestationen, insgesamt laden wir 1 Stunde 20 Minuten. Wir können jetzt hier auf Hinweise gehen, ja. Und dann sagt er uns genau, wo wir dann jeweils immer laden könnten, wenn wir wollten. Ja, jetzt gehe ich noch hier schnell an denen vorbei. Und da sehen wir dann auch, mit was wir ankommen, wie viel wir aufladen. Hier laden wir 10 auf 64%. Und dann kommen wir in 182 Kilometern in Berlin dann an, wenn wir dann nochmal 182 Kilometer gefahren sind. Gesamte Reise sagt er 9 Stunden 26, 749 Kilometer. Also ich finde, die Ladeplanung hat er jetzt ganz gut gemacht. Ja, wir machen das auch batterieschonend, 10-60%. Und auch immer so, dass wir natürlich flott vorankommen. Also das passt soweit. Kann man nichts gegen sagen. Ne? Hat er gut gemacht. Er hat mich jetzt auch nicht zu lang gefragt, welche Straße, sondern er wollte einfach nur eine Zeile, weil er schon wahrscheinlich verschiedene Ergebnisse gefunden hat. Also auch das finde ich in Ordnung. Jetzt probieren wir es gerade nochmal mit der Ladesäule. Bring mich zur nächsten Ladesäule. Bitte wählen Sie den gewünschten Eintrag. Ja, und dann kann ich hier zum Beispiel eine auswählen und kann hier dann auch rumswipen, welche es denn werden soll. Wenn wir jetzt in der Karte sind und ich sage jetzt mal auf der Karte zum Beispiel auch noch mal eine finden sollten. Ja, ich kann jetzt hier auch mal abbiegen. Dann haben wir hier zum Beispiel eine gefunden, dann kann ich da auch drauf drücken. Ja. Und dann sagt er mir Charging Station Wirta und dann kann ich da hinfahren. Das ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Allerdings hätte ich mir tatsächlich noch vielleicht die Information gewünscht, wie wir es jetzt auch beim EQS gesehen haben oder auch bei Volvo, dass er mir sagt, ob die jetzt belegt ist oder nicht. Also ich meine, wir brauchen jetzt noch nicht die Gesamtmasse, wobei das natürlich schön wäre, wie bei Mercedes, wo er uns sagt, wie viel kostet es, von wem ist es, wann kann man hinfahren. Das muss natürlich im Laufe der Zeit bei allen Elektroautos dann mal kommen. Nee, aber mir würde tatsächlich erstmal nur die Information reichen, ist die belegt und oder nicht, weil ich fahre ungern da umsonst hin. Aber ansonsten macht er das schon sehr vernünftig. Er hat das jetzt auch mit der Ladeplanung, wie ich finde, gut gemacht, ja, dass er uns das schön gezeigt hat, wie wir und wie oft wir laden. Das hat also auch gepasst. Und jetzt sehen wir uns auf der Autobahn und sprechen nochmal über die ganze Assistenz hier, was der Mustang Mach-E so mit sich bringt. Und dann gehen wir noch auf die schnelle Runde und zeigen euch, wie viel Spaß er machen kann. Ich habe den adaptiven Tempomaten auf 120 gestellt, aber er beschleunigt jetzt nicht mehr auf 120, sondern nur auf 118. Vor uns sind nämlich Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer, LKWs. Jetzt bremst er auch schon wieder ab. Und wir können den adaptiven Tempomaten in 1er oder 10er Schritten, wenn wir länger drücken, einstellen. Wir haben ja einen Abstand eingestellt, den hält er jetzt hier auch schön, hat das Fahrzeug erkannt, schön smooth abgebremst. Das gefällt uns sehr gut. Und wenn ich jetzt gleich hier mal zum Beispiel noch dagegen lenke, dann lenkt er auch sofort wieder zurück und lenkt auch schön mittig. Das macht er auch wirklich perfekt. Ich habe auch sogar das Gefühl, dass wenn wir den adaptiven Tempomat nicht eingeschalten haben, er schön mittig lenkt. Jetzt gibt er natürlich Gas, weil der Skoda vor uns weggezogen ist. Das heißt, er hat ja jetzt hier erstmal kein Hindernis vor uns und wird dann erst wieder beim LKW quasi abbremsen. Den hat er jetzt aber schon wieder erkannt und gibt gar nicht mehr Gas bis 120, sondern bremst jetzt auch hier wieder schön smooth ab. Also das funktioniert wirklich super. Schön smooth, schön entspannt, schön komfortabel. Was jetzt noch bleibt, sind zwei Dinge. Er übernimmt auch Verkehrszeichen, das heißt, wenn er eins erkannt hat, übernimmt er das in den adaptiven Tempomaten und fährt dann auch nicht schneller. Das ist der eine Punkt. Und die anderen zwei Sachen ist immer der Totwinkelassistent. Ihr seht es im Spiegel, jetzt leuchtet es gleich wieder, genau, wegen dem Mercedes. Es leuchtet so ungefähr 2 bis 3 Fahrzeuglängen vorher auf.
aber auf jeden Fall rechtzeitig, damit ihr früh genug gewarnt werdet, wenn hier sich jemand im Totenwinkel befindet. Also auch das passt. Der letzte Punkt, den wir uns immer noch anschauen wollen, ist ja, wenn ich quasi jetzt hinter so einem LKW bin und ich blinke dann, ob er dann gleich Gas gibt oder ob er wartet, bis wir auf der anderen Spur sind. Aber da müssen wir uns natürlich mit einem Cut hinbewegen, weil ihr seht selber, hier ist gerade jede Menge an Verkehr los und sonst macht das ja keinen Sinn. Das Einzige, was ich euch noch sagen kann, was zur Assistenz ja immer noch dazugehört, Verkehrszeichenassistent, hat bis auf ein, zwei Ortsschilder immer sehr gut geklappt. Und Matrix-LED-Licht zähle ich da immer noch mit dazu, auch das hat super geklappt. Einmal ein LKW aufgeblendet, aber ansonsten hat das auch nachts auf der Autobahn sehr gut und vernünftig funktioniert. So, und jetzt blinke ich hier. Und er gibt Leichtgas, hat aber natürlich jetzt schon wieder den VW hier im Sensorbereich erkannt und hat damit jetzt nicht die volle Power abgerufen. Das ist auch, glaube ich, nochmal Fahrmodi abhängig, wie stark er Gas gibt. Auf jeden Fall wartet er nicht, bis wir aus dem Radarschatten draußen sind, sondern gibt schon mal so leicht Gas. Somit ist flüssiges Verkehrsgeschehen immer gewährleistet. Das ist mir immer wichtig, weil wenn dann eben wie jetzt da hinten der grüne Audi von hinten kommt, sonst müsste der ja bremsen und das wäre natürlich blöd. Das war's zur Assistenz. Sie funktioniert sehr gut, zuverlässig und auf dem höchsten Niveau, wie man es halt heute so kennt. Und von dem her auch das passt. Und ich würde sagen, da vorne ist unsere Ausfahrt, die nehmen wir auch. Und ihr seid dann auch gleich mit uns zusammen im Fazit. Da sprechen wir nochmal über Preise. Was kostet es? Was kostet es voll ausgestattet? Und vor allem, was sind die positiven sowie negativen Dinge. Aber mir ist gerade eingefallen, dass ich euch was Falsches erzählt habe. Wir gehen ja gar nicht ins Fazit, sondern wir fahren jetzt noch zusammen die schnelle Strecke, die schnelle Runde. So, unsere schnelle Runde hier beginnt natürlich mit einem 0 auf 100. Dann halten wir hier mal kurz an und dann geht es auch 0 auf 100 mit unserer schnellen Runde los. Wow! Oh, geht es krass nach vorne. Und die 100 stehen auch schon. Mir ist eigentlich fast schon wieder zu schnell damit. Und jetzt kommen wir hier auf unsere erste Kurve zu und können hier natürlich erstmal die Rekuperation nutzen mit dem One-Pedal, wobei man natürlich bei so einer schnellen Runde oder auf der Rennstrecke One-Pedal ausschalten würde. Und dann können wir hier schön um diese Kurve rum. Wir haben echt einen guten Seitenhalt. Er untersteuert nicht, übersteuert nicht. Er ist aber so ein bisschen hecklastig ausgelegt. Also wenn man es drauf anlegt, kann auch das Heck mal kommen. Und wie gesagt, also die Brembo-Bremsen, die wir hier haben, die bremsen richtig gut ab. Also die kann man auch schön mal kurz vor knapp erst benutzen, weil man sich echt drauf verlassen kann. Und jetzt können wir hier wirklich mit 90 um diese Kurven bügeln und sofort wieder aus dem Kurvenausgang raus. Drehmoment haben wir jetzt sofort da. Also das ist schon wirklich ein Kracher, wie der hier Spaß macht, wie er sich hier um die Kurven bügelt. Ja. Also ich würde den gerne mal im Vergleich zu einem wirklichen V8 Mustang fahren, weil den kann man hier richtig sportlich um diese Kurven hauen. Ihr seht es ja an der Kameraführung, wie es den Kameramann hier durch den Raum schmeißt. Also es macht echt Spaß. Und ja, da vermisst man an dieser Stelle zumindest, wenn man hier so richtig Spaß hat, vermisst man den V8 erstmal nicht. Wir haben hier noch so ein bisschen dieses Geräusch noch, was das unterstützt. Klar, ich will euch nicht die Story vom Pferd erzählen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Der V8, ich werde ihn auch vermissen, wenn er mal nicht mehr da ist. Und auch mir ist aktuell der V8 noch lieber. Aber irgendwann gibt es die nicht mehr. Und dann müssen wir uns auf neue Welten einstellen erstmal. Und der erfüllt dieses Mustang-Gefühl mit Fahrspaß und Power so gut, gerade der GT. Also ich war echt jetzt froh, dass wir den GT auch noch mal hier fahren konnten. Das Autohaus Storz auch den GT noch mal hergeholt hat, weil das ist wirklich die Variante, die ich mir wünschen würde. Und wir werden auch weiterhin wachsen mit Batterien und so weiter. Es werden immer größere Batterien wahrscheinlich mal reinkommen auf Wunsch. Ja. Und Ford macht das ja sowieso gut. Ja. Man kann auch beim Allrad sagen, kleine oder große Batterie. Man kann beim normalen sagen, kleine oder große Batterie. Nur beim Sportmodell haben wir halt automatisch die große. Alles andere würde auch keinen Sinn ergeben. Und wenn wir hier mal wirklich eine ganz große Batterie drin haben, wo wir dann wirklich, wenn man Power hat, 500 Kilometer kommt und wenn man dann sparsam fährt, vielleicht mal 800 oder so, dann ist das wahrscheinlich, also wenn wir dann nur noch Elektro fahren, ja, dann wird das meiner. Ich sag's euch, weil ich finde das Design richtig cool und ich finde die Power mega. Also die 487 PS fühlen sich eigentlich ohne Witz, ich sag's euch, es ist wie 600 oder 700 an. Das geht so krass nach vorne. Also ich glaube, er geht auch krasser nach vorne wie der EQS 580. Ja? Weil das einfach, also es ist wirklich brachial, diese Power. Und die ruft er halt andauernd ab. Wir sind überall, können wir, wenn wir jetzt hier einen Berg hochfahren mit 50, zack, sind wir schon wieder bei 70, 80. Das geht so schnell. Also er macht halt einfach, ihr habt es jetzt auf unserer Strecke gesehen, Spaß. Es ist für mich, ich möchte jetzt nicht sagen, ein wahrer Mustang. Das ist natürlich schon ein hartes Wort. Aber ich finde sowieso den Namen, ja, es ist für mich
ein wahrer Ford Performance. Der hat echt richtig krass Leistungsdaten, er macht Spaß, er geht gut nach vorne, wir haben Allrad. Und die Leistung, also von der Reichweite her, wir haben jetzt 338 Kilometer immer noch 81%. Und das bei den warmen Temperaturen, wir haben immer noch 31 Grad. Also es kann sich schon sehen lassen. Jetzt sagt er hier bei unserem Verbrauch, wir haben jetzt 19 Kilowattstunden verbraucht jetzt hier auf dieser Strecke. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr wie die 15, was ich euch gesagt habe, aber natürlich immer noch unterm Normverbrauch hier die 19. Ja. Und von dem her, es ist in Ordnung hier alles. Das Gesamtkonzept passt. Jetzt muss man sich halt noch damit abfinden, dass es irgendwann halt keine V8s mehr gibt. Solange es ihn noch gibt, könnt ihr ja den kaufen. Aber ich sage es euch ganz ernst und das meine ich auch völlig, ich muss das gar nicht sagen, Autosturz zwingt mich zu nichts und ich könnte jetzt auch hier hinsitzen und sagen, dass ich den gar nicht mag. Aber ganz ehrlich, wenn es den V8 mal nicht mehr gibt und ich weiß nicht, wie lange, ob es überhaupt noch einen neuen Mustang bei uns geben wird, ich weiß das nicht. Ich glaube, es ist auch noch nicht offiziell bestätigt, aber man weiß es ja nicht. Aber wenn keiner mehr kommt, dann ist es echt ein verdammt geiles Gerät. Also es ist auch jetzt schon, ne? Aber klar, jetzt wollen natürlich die Leute noch ein bisschen Sound. Aber das ist eine echt gute Alternative, was Fahrspaß auf jeden Fall angeht. Und für die, die jetzt schon elektrisch fahren wollen, schaut ihn euch echt mal an, fahrt in Probe. Ich kann echt nur empfehlen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Geld auf der Seite habt, dann nehmt echt den GT, den wir jetzt hier haben. Über Preise sprechen wir jetzt beim Fazit. Und da sehen wir uns jetzt auch gleich. Das war unser Video über den Mustang Mach-E GT. Für mich ein richtig gutes Elektroauto. Und gerade als GT ist er wirklich, auch wenn ihr es jetzt nicht gern hört, ein wahrer Mustang. Ja, klar, kein Sound mehr durch den V8, das wissen wir, der ist weg, weil es ein rein elektrisches Fahrzeug ist. Aber der GT macht zumindest vom Fahrspaß echt richtig Spaß. Also da geht wirklich schön ab und er gefällt mir auch optisch schön. Die 20 Zoll Felgen, die passen richtig gut zu dem Fahrzeug. Dieser schwarze Grill immer passt dann auch gut mit den Farben zusammen. Also mir gefällt der GT noch mal besser als der Mach-E ohnehin. Ja. Dann finde ich generell beim Mach-E gut, dass sie eben immer die Möglichkeit haben, die große oder die kleine Batterie zu nehmen, auch beim Allrad. Das machen auch nicht viele. Und beim Performance gibt es ja nur die große. Kann man so ein bisschen wie mit dem Tesla vergleichen. Ja. Standard Range, Long Range und dann den Performance. So also auch beim Mach-E. Von der Technik her, wir haben Matrix-LED-Licht, wir haben die Superassistenten, wir haben großen Sync 4. Das Einzige, was fehlt, ist Head-Up-Display. Großes Panoramadach, bequeme Sitze, es passt im Prinzip alles. Das Platzangebot überzeugt, man hat auch als große Person überall Platz, hinten wie vorne. Und ja, von dem her ist das schon wirklich super. Die Anlage ist toll. Ich lese hier gerade, ob ich noch irgendwas begrüßen soll. Genau, noch ein adaptives Fahrwerk ist auch nicht schlecht. 8 Jahre Garantie gibt es übrigens auf die Batterie, falls ihr das noch wissen wollt. Und dann sind wir schon beim Thema Preise. Ihr seht, es windet mir hier die Frisur vom Kopf. 56.500, da geht's los. 77.200, da geht der los. Der hat aber volle Hütte. Das Einzige, was ihr noch dazu buchen könnt, Anhängerkupplung und das Panoramadach. Und dann liegt er bei 79.400 Euro. Es ist am Ende des Tages kein Schnäppchen mehr, das muss man schon auch sagen. Das ist natürlich schon ein Batzen Geld. Aber es geht ja noch ein bisschen Förderung derzeit ab. Ja. Und am Ende bekommt man halt auch ein großes SUV mit viel Platz, viel Technik und in dem Fall halt auch Power. Wer jetzt sagt, oh Mann, der gefällt mir so gut jetzt vom Design, aber ich kann unmöglich 77.000 Euro ausgeben, der greift halt auf den AWD oder auf den normalen zurück. Der kommt natürlich dann auch am weitesten und kostet halt dann im besten Fall 56.500 Euro, was natürlich dann schon wieder ein ganz anderer Preis ist. Ja. Schreibt mal drunter, was ihr zu dem Auto denkt und bitte schreibt nicht einfach stumm drunter, das ist kein Mustang. Ja, lasst den Namen doch einfach weg und betrachtet es einfach als Elektroauto und da macht er seine Sache wirklich gut. Das Einzige, was ich jetzt noch so als Elektroauto zu verbessern hätte, wäre, wie gesagt, dass er dann bei der Ladesäule anzeigt, okay, wie viel kann die laden und vielleicht ist die besetzt oder nicht. Ansonsten ist das Auto für mich wirklich gut. Es sieht schick aus, es hat viel Power, Assistenz passt, was will man mehr. Das war unser Video zum elektrischen Mustang hier als GT. Wenn euch noch irgendwas fehlt oder irgendeine Anregung, schreibt es gerne drunter. Allgemein so ein Kommentar ist natürlich ein Honorar für uns, weil dann ja, haben wir einfach auch so ein Feedback und Like. Ein Abo ist natürlich auch immer gerne gesehen, weil dann wachsen wir weiter, können euch immer mehr zeigen. Die Glocke ist für euch, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen. Und ansonsten ja, schaut auch gerne bei uns bei TikTok vorbei. Und der Mustang Mach-E GT und mir bleibt auch nichts anderes mehr übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, es windet nicht so stark bei euch, aber ihr habt trotzdem einen schönen, warmen Tag. Viel Spaß im Sommer. Wir sehen uns beim nächsten Fahrzeug wieder.